tot. Die sind alle tot. Keiner kann retten. So ein Bullshit. Keiner ist Inji. Keiner hat eine kurze Kabel, kurze Leitung. Nee, haben alle eine sehr lange Leitung. Verdammt. Ich wusste, das stimmt doch was nicht. Ich hätte 300.000 Mal diese olle Drachenschuppe als Quest-Item. Ich nehme schon gar nichts mehr auf. Ich muss davon mal 50 wegschmeißen. Warum auch immer ich die in Massen aufsammeln konnte. Normalerweise sammelt sie ja Quest-Items immer nur einmal auf. Also Items, die halt den Quest beginnen. Aber in diesem Fall halt nö. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Ach, nicht schon wieder untot weg. So, fress mal Kirschkuchen. Entschuldigung, mal Kirschkuchen. Kirschkekse. Ach, Kirschkekse kennst du gar nicht. Doch, das ist ein Keks mit einer Kirsche oben drauf. Nein. Kirschkekse sind die wie von Softcake, halt nur ohne Orangen-Gelee-Dingens innen drin, sondern mit Kirsche. Schmeckt nach Marzipan. Ja, habe ich mich auch gewundert. Ja, die schmecken immer so lecker. Ja. Hey, cool. Kann ich einen Ring mit der Gegenstandsstufe 29 mal ablegen? Und du wunderst dich, warum du mich nicht hochgeheilt kriegst. Tja. Wie viel Leben hast du denn? 4.500 noch was. Nicht wirklich viel. Nee. Da müssen wir mal dran arbeiten. Muss ich immer das Gier dafür haben? Ja, gierig bist du doch, hast du beziehungsweise gesagt. Jetzt mit Anfang BC, da werde ich mir sowieso dann das Teufelseisen-Set dann zusammenspielen. Das heißt, da wird es dann wieder ordentlich Erzefarm-Gedöns. Und dann hoffen wir da auf das Beste. Ey, sag mal, selbst dieser lila Schrott ist kacke. Hast du irgendwas verkehrt gemacht? Du bist mir bestimmt aus der Range gelaufen. Nein, ich bin nur um die Ecke. Was muss ich machen? Aber dafür habe ich auch bald wieder Level Up. Ja, super! Seitenwechsel! Alles rausschmeißen aus Classic. Auch die Keksmaß. Das geht auch nicht. Geht alles. So, ab durch die Tür. Die Tür da hinten geht ja nicht auf. Nee. Shit, doch. Erinnere mich bitte gleich daran, wenn wir fertig sind. Okay. Ach, scheiße, das war so, dass wir alle Studenten vorher töten müssen, ne? Nein, du kannst so durchlaufen, lass ihn in Ruhe. Ja, aber hier ist doch ein Boss. Das ist auch der Boss, den kriegst du doch. Ja, aber dann kommen die ganzen Studenten auch mit zu. War das so? Ja. Oh, soll ich's ausprobieren? Soll ich? Nein! Zu spät! You don't! Totally! Oh, very nice! Oh. One okay. Target! Dann ist es verbuggt. Normalerweise, wenn du den angreifst, kommt der ganze Raum auf dich zu. Normalerweise. Aber was ist denn hier schon normal? Oh, was hat er gedroppt? Ausdauer, Intelligenz. Wieder nix. Da haben wir auch nochmal einen. Den pullen wir auch nochmal. Ah, mach jetzt Bedarf drauf, so. In dem Gelände. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, da kommt er. Da kommt er angelaufen. Könnte jetzt auch einfach in die Gruppe rein und erstmal so einen Donnerknall hinterlassen, aber nein, so fies bin ich ja dann doch nicht. Glaube ich. Oder vielleicht doch? Nein! Und ich spreche mich auch noch an mit: Seid gegrüßt, Keksmeister.
Du Punkte, geiler Mammut. Das sind alles Erfahrungspunkte. Laufende Erfahrungspunkte. Punkte, Punkte, Punkte. Punkte, Punkte. Punkte, Punkte. Germany, 10 points. Alemania, 10 points. Ich habe meine Deutschland-Card vergessen. Wie soll ich denn so Punkte sammeln? Nervt mich auch immer, wenn ich irgendwo einkaufen gehe und dann wirst du erstmal gefragt, haben sie auch eine Deutschland-Card? Nee, ich hab eine Kleingeld. Nee, wie heißt die andere vom Rewe? Payback? Was? Wer ist weg? Payback. Nicht Payback. Ah, Payback. Nee, doch. PayPal ist ja der andere. Naja. Ist ja ein Bankunternehmen. Wow. Das dauert mir zu lang. Nee. Komm, geh mir hier lang. Wer oder was kommt denn jetzt? Da jetzt kommt der Möchtegern-Liech. Der, wie heißt er? Ras Frostraun. Weißt du Bescheid? Ja, doch. Ja. Habe ich letztens mit Kaffee getrunken. Ah. Ja, da habe ich keine Kekse gehabt. So, hier mal um die Ecke kommen, damit sie hier angelaufen kommen. Genau, damit sie nicht da hinten stehen und irgendeinen Bullshit casten. Oder sie kommen auch nicht angelaufen, das kann auch sein. Doch, sie kommen, okay. Ich liebe es, wenn ich spotte und es passiert nichts. Wenn da so der Carpador-Effekt eintritt. Was, der Karpfen-Effekt? Carpador. Achso. Auch schon wieder der Gürtel, den brauche ich dann nicht. Ja, dann lass ihn. Ja, kann andere mitnehmen, ne? Ja. Nur unnötig Ballast. Kommst du wieder rein? Nö, das ist hier nicht mehr nötig. Das sind die letzten Gegner vom Boss. Meine ich. Oh, ich kann mich noch entsinnen, wie ich hier rein musste für das Hexmeister-Ross. Damals. Und da wollte keiner Scholemens gehen, beziehungsweise keiner konnte, weil keiner Schlüssel hatte. Ach ja. Ich habe ihn extra fertig gemacht. Ja, mein Hexmeister hatte ihn damals nicht. Musste mir extra jemand suchen, der einen Schlüssel hatte. Ich habe mir selbst den Schlüssel über die Höllenfeuer-Zitadelle geholt, genau. Mit dem Schmied vor Black Temple. Mhm. So, mit dem das allein spielen. Okay, das kann ich. Hui! Hey, hinter mir zählt das nicht. Bin eingefroren. Das kalte Füße. Mindestens, wenn nicht sogar noch was Schlimmeres. Bestimmt eine Grippe. Obwohl, wenn ich mal krank bin, dann ist sowieso ein Zappenduster. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Muss man sich da irgendwo anmelden, um krank zu sein? Bei der Krankenkasse. Okay. Boah, neue Hände. Endlich habe ich mal neue Hände. Yay, hat Geld Paladin dabei. Kannst du mir die Rüstung aufnageln? Nö. Verdammt. So, jetzt geht es Richtung Endboss. Ja, schreib du mal eben, ihr möchtet hier warten, dem einen Raum. Ich öffne euch noch die Kammer in den nächsten Raum rein. Wenn wir Glück haben, kommt dann auch was Lilanes rüber. Hier müsst ihr bei mir, hier müsst ihr jetzt warten. Da, wo die Tür noch zu ist, was du vorhin sagtest. Schon unterwegs. Aber vorne habe ich vergessen. Du musst ja Fackel drehen. Ach ja, eine Fackel war das. Damals. Vor 100.000 Jahren. Ich hoffe, du hast auch alle gekillt, sonst bin ich hier unten gleich tot.
Oh, ist das ein weiter Weg. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Ja, die Fackel habe ich gefunden. Bin gleich da! War eine Wanderweg. So, geht auf. Ja. Na, und wir haben drin. Wunderbar. Grüne Items. Schade. Aber die ist, Schulter nehme ich. Leder, Intelligenz, Willenskraft. 13, 13 jeweils. Nee. Hat sich gelohnt. Wie ist die aufgegangen? Muss ich sagen, der Baum hat magische Kräfte. Er kann nicht nur heilen. Baum und Magie und so, getönt's halt. Die Ini muss man auch nicht verstehen. Muss sie nur spielen. Genau. Und sterben. Gegebenenfalls sterben. Was wir jetzt machen werden, zumindest beim Endboss. Der Endboss ist tatsächlich nicht mehr da. Früher war der Endboss nämlich einfach da auf dem Teppich. Das kenne ich nicht. Ich kenne nur die Kammern leer machen und dann ja, kommt... Ja, so ist es ja auch eigentlich. Okay. Aber hier war es halt so verbuggt, dass halt der Boss einfach da stand. Oh, gut. Ach du Grün, jetzt freuen wir uns schon wieder. Alle Schilde hochfahren. Schilde sind ja bei 20%. Wir spielen Star Trek. Ach nee. Kennst du das ja, ne? Star Trek, ich weiß ja nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ja, Star Trek ist okay. Wenn die ihre Schilde hochfahren, sind sie instant auf 20% oder sowas. Obwohl sie nicht mal einen Schuss abgekriegt haben. Das sind halt die Star Trek-Schilde. Aber ich möchte den einen im Retzen. Ist okay. Unser Gildenmitglied. Der von der Mettbrötchen-Fraktion. Ah, okay. Der gehört zu uns. Ist ein guter. Ja, wenn er annimmt, ist er besser. So. Heil ihn mal hoch. Heil die ho. Okay, und weiter geht's. Nee, stopp, der kann nicht kämpfen. Oh. Der hat keine Mana. Ja, das ist immer so das Problem bei Intelligenzklassen. Brauchen ihre Ressourcen zum Kämpfen. Ja, guck mich an, ich brauche mich nur aufregen. Immer diese Aufreger, ist ja schlimm. Ja, warum mache ich das? Weil ich es kann. Oh yeah. Bärenstulpen brauche ich nicht, ne? Augenklappe. Ist auch Käse. Auch keine. Die ist doch toll. Die sieht auch optisch sehr toll aus. Oh, du hast wieder nichts. Oh. Was denn? Yay, der Heiler hat Aggro. Yay, warum denn das schon wieder? Hätte ich jetzt was sagen sollen? Ja, wäre besser gewesen. Effektiv. Wow. Hast du Augen im Kopf? Ja, wenn ich deinen oder unseren Member helfe, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen. Battle Reds, Battle Reds! Nee, du bleibst so dreckig. Was, der will anken? Hat er vorhin schon. Er ist down. Franzus ist auch schon wieder down. Oh mein Gott, sie haben Franzus getötet. Ihr Schweine. Boah, ist aber ein hartnäckiges Gift. Ist ja richtig giftig. Jetzt muss ich erstmal tanken, damit ich einen retzen kann.
Ja, ja, immer diese Bäume, die so ewig brauchen zum Retzen. Ah. Ja. Ja, nun dann retzt du mich, retzt doch zuerst den, der auch retzen kann. Nein, natürlich nicht. Er kann nicht mehr anken. Ja, aber er kann doch dann immer noch retzen. Kannst du es nicht retzen? Ich glaube, der hat schon gedings. Wo liegt er denn? Nee, also, seine Leiche ist auch weg. Ja, denn der hat kann nicht warten. So, und sensitiv möchte retzen. Dann viel Spaß dabei. Ja, mit dem Belag auf der Zunge. Nein, danke. Das gehört halt dazu. Gerade halt Cholomance, habe ich ja mindestens schon irgendwann mal erwähnt, ist ja so eine urlange Instanz. Also richtig lang. Finde ich Stratholm länger. Ja, wenn du beide Seiten machst, auf jeden Fall. Oh, macht Spaß mit der Eule. Aber am Lärm schlimmsten, 80. Also ich finde es schön, aber halt am längsten Schwarzfelstiefen. Ja, auch sehr nett. Wie? Ich krieg den Hammer nicht. Ich krieg die Tore nicht auf. Ja, du musst sterben. Gehst du zum Questgeber? Damals musstest du in Schwarzwaldstiefen gab's halt relativ am Anfang halt auch noch so einen kleinen schwarzen Amboss. Und seh den schwarzen Amboss musstest du auch hingehen, wenn du das Legendary quasi craften möchtest. Das Dunkeleisenherz herstellst, ja. Genau. Und du musstest dann Ragnaros Hammer halt in der Rohfassung halt herstellen. Halt ohne Feuer und Gedöns drumherum. Halt quasi das Epic Feuer. Und das muss er, glaube ich, auch dort craften. Wenn ich mich nicht irre. Und dann halt später, wenn er dann von Ragnaros selbst das Legendary gedroppt bekommt, Gedöns, dann kannst du dann zusammen mit dem Hammer, den du dort geschmiedet hast, dann das Legendary herstellen. Das war ein Scheiß. Weil für diesen Sulfuron-Hammer brauchtest du 10-mal so einen Sulfuron-Block, den du von einem Boss von Molten Core bekommst. Und der hatte jetzt auch keine 100%ige Drop-Chance, dass er halt kommt. Und das war irgendwie der vorletzte Boss oder sowas. Nee, der vorvorletzte. Ja, das sind, ja, das war eben noch Classic, ne? Das ja, das, da musstest du farmen, du musstest Glück haben, dass du mitgenommen wirst, ne? Ich bin gerade auf dem Hexenmeister dabei, mir den Ruf für die 22 Intelligenz für die Waffe zu holen. Und ja, ich bin schon fleißig, ja. Ich brauche nur noch 22.999.001 Dunkeleisenerz. Yay. Sag, wenn ich falsch laufe. Der ist gut, der Junge. Ich sag ja, Belag ja. Und alles. Definitiv. Ich kann mir immer noch keine Instanzkarte hier anzeigen lassen. Nee. Schreib mal, er läuft falsch. Nee, so gemein bin ich nicht. Nee, überhaupt nicht, nein. Also ein Mammut nicht, nein. Nein. Nicht gegenüber Nicht-Gildenmitgliedern. Das geht doch nicht. Ich kann erst gemeinsam, wenn sie den Vertrag unterschrieben haben. Ja, du musst ein Abo auf Waschmaschinen haben. Ja. Bei jedem Vertrag eine Waschmaschine rausrücken. Was macht der Schurke denn? Ach, der sucht den Verläufer. Und falsch. Der ist gut. So sind sie. Sollen wir schon mal pullen? Nein. Ah, oh, toll. Wir haben wieder Stinkegule. Ah, oh, toll. Ich hab die Ratte gespottet. Oh Gott. Sie greift mich nicht an. Charge! Jetzt sind die Gute, alle. Uah! Ich muss weg. Ich wollte sie gerade töten. Da ist jetzt nichts, ne? Kannst du mal dein Pikemesser aus meinem A-Punkt-Punkt nehmen? Sorry. Danke. Bitte. Muss nämlich nicht sein. Nicht? Nein. Okay. Dann wird die Baumrinde später geschält.
Auch nicht. Okay. Ich habe Borkenkäfer. Mhm, lecker. So. So, ja. Wir doomt. Ja, das ist okay. Bleibt ruhig da. Das ist okay.